Gemeinsam weiterdenken. Ein Podcast der HWR Berlin. Im Fokus Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen zur mittlerweile 6. Ausgabe unseres Podcasts. Heute stehen unsere Gespräche nochmal unter dem Fokus Nachhaltigkeit. Wir sprechen darüber, welche Folgen unsere Lebensweise für die ganze Welt hat und welche Rolle das Thema Mobilität dabei spielt. Und wir sprechen über kleine und mittelständische Betriebe und deren Übergang in die nächste Generation. Außerdem ziehen wir Bilanz, denn dies ist schon die letzte Folge, in der wir gemeinsam weiterdenken zum Thema Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund sind wir hier heute zu dritt. Mein Name ist Julia Oelkers, ich war bei allen 6 Folgen als Moderatorin dabei. Die ersten beiden Folgen habe ich zusammen mit Sherif Thiep moderiert, der heute auch wieder mit uns im Studio ist. Ja, auch hallo von mir. Ich erinnere mich noch ganz gut an die ersten Folgen und groß geworden ist dieser Podcast. Ab der 3. Episode kam dann Jenny Hirl mit ins Moderatorenteam. Auch sie ist heute wieder dabei. Hallo und herzlich willkommen. Julia, du hast es schon gesagt, wir wollen heute ein bisschen zurückblicken auf unseren Podcast und wie er sich entwickelt hat und gleichzeitig einmal nach vorne schauen und einen Ausblick geben. Sherif, was würdest du denn sagen, wie sich unser Podcast entwickelt hat? Echt gut, sehr auffällig gut. Ich erinnere mich noch, als wir damals zusammensaßen und überlegt haben, ob wir einen Podcast machen, uns überlegt, okay, zu einem Oberthema und zum Oberthema Nachhaltigkeit, boah, das ist echt viel, was wir da machen müssen. Kriegen wir denn überhaupt so viele Themen und so viele Gesprächspartnerinnen zusammen? Und jetzt, nach 6 Folgen, muss ich sagen, wir hätten sogar noch weiterreden können. Ja, mich hat auch die Vielfalt überrascht. Also wir haben ja gesagt am Anfang, wir wollen Themen besprechen, die eine gesellschaftliche Relevanz haben. Und ich muss sagen, hier wird wirklich viel in ganz vielen Bereichen geforscht zu Themen, die die Leute direkt betreffen und direkt angehen. Zum Beispiel der Solarstrom auf dem Mietshausdach oder auch Rassismus bei der Polizei. Jenny, was waren denn deine Themen, die so hängen geblieben sind bei dir? Ich erinnere mich zum Beispiel gut an unser Gespräch mit Herrn Bröchler, unserem aktuellen Landeswahlleiter, und auch an das Thema Digitalisierung in der Verwaltung. Beides Themen, die ich nicht auf den allerersten Blick mit Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht hätte, die aber durchaus sehr viele wichtige Nachhaltigkeitsaspekte haben. Für dich war Podcast machen ja auch Neuland. Du hast viele Texte geschrieben, arbeitest schon viele Jahre hier für die HWR Berlin. Kennst die Themen? Wie war das für dich jetzt, das im Podcast aufzuarbeiten? Das war auf jeden Fall aufregend und auch toll. Es ist eine große Chance für mich gewesen, wirklich in den direkten Austausch mal zu gehen, wirklich intensiv über Themen zu sprechen, nachfragen zu können. Alles das, was ich sonst in den Newsbeiträgen, die ich so verfasse, nicht unbedingt kann. Insofern ist es ein tolles Medium, was wir hier haben, um ganz viel zu erfahren über all die Themen, die wir tatsächlich an der Hochschule haben. Sherif, was heißt das jetzt? Wie machen wir denn weiter? Die 6 Folgen des Themenjahres Nachhaltigkeit ist vorbei. Wie geht es weiter für uns? Die gute Nachricht erstmal, es geht auf jeden Fall weiter. Zunächst auch mit einem Dank an das Moderationsteam und an unsere zahlreichen Gesprächspartnerinnen. Die Frage, wie geht es weiter? Wir haben im nächsten Jahr oder diesem akademischen Jahr wieder ein neues Themenjahr und der Fokus wird in diesem Jahr dann auf dem Thema Vielfalt liegen. Und dazu werden wir wieder spannende Gespräche vorbereiten und interessante GesprächspartnerInnen finden. Aber zunächst habt ihr beiden ja noch 2 Gespräche zum Thema Nachhaltigkeit und dabei wünsche ich euch viel Spaß und unseren Zuhörern viele neue, tolle Erkenntnisse. Wir haben in der letzten Folge über große Unternehmen mit Aufsichtsräten und vielen Gremien gesprochen. Heute reden wir über kleine Betriebe und den Mittelstand. In Deutschland gibt es etwa 3 Millionen Betriebe mit bis zu 10 Beschäftigten. Das ist also ein ganz überwiegender Teil. Für viele dieser Betriebe stellt sich irgendwann die Frage der Nachfolge. Und nicht immer gibt es Familienmitglieder, die das übernehmen. Gleichzeitig möchten sich junge Leute selbstständig machen, einen Betrieb gründen oder vielleicht doch besser einen schon bestehenden übernehmen. Bei all diesen Überlegungen geht es auch um Nachhaltigkeit und darum, wie ein Unternehmen auch langfristig gut wirtschaften kann. Über Unternehmensnachfolge und Nachhaltigkeit sprechen wir heute mit Birgit Felden. Sie ist Professorin für Mittelstand und Unternehmensnachfolge. Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Frau Felden, wenn junge Menschen heute über Unternehmensgründungen nachdenken, welche Rolle spielt denn da die Nachhaltigkeit? Ach, aus meiner Sicht eine ganz große. Dieses Sinnthema ist für die Generation, die jetzt studiert, die jetzt sich selbstständig macht, deutlich wichtiger als früher. Ich leite ja hier an der Hochschule für Wirtschaft und Recht den Bachelorstudiengang Gründung und Nachfolge. Und wir bitten die Bewerber immer um ein Motivationsschreiben. Und da merkt man ganz schnell, dass die Studierenden nicht so dem Vorurteil eines klassischen BWLers entsprechen. Viele wollen was bewegen in der Welt mit ihrem unternehmerischen Engagement. Und das treibt sie an. Und deswegen wollen sie dann den Studiengang auch studieren. Und das sind auch nicht nur leere Lippenbekenntnisse, das merkt man dann, wenn man mit den Studierenden im Studiengang zusammenarbeitet. Wer ein Unternehmen aufbauen möchte, muss ja nicht unbedingt neu gründen. Er oder sie könnte zum Beispiel auch ein bestehendes übernehmen. Welche Vorteile hat das? Was wäre denn nachhaltiger zum Beispiel? Naja, also der Vorteil ist, dass ich schon etwas Bestehendes vor mir habe und nicht diese doch relativ gefährliche Phase einer Neugründung, also mit der Gefahr des Scheiterns vor mir habe. Ich muss nicht meine Kunden suchen, ich habe sie schon. Ich muss nicht eine Struktur, eine Organisation, ein Unternehmen aufbauen, es ist schon da, was natürlich auch entsprechende Nachteile hat. Wer also vielleicht nur sein Ding durchsetzen möchte und wer sich vielleicht auch nicht auf andere einlassen kann, wer nicht die notwendige Toleranz mitbringt, der sollte möglicherweise eher neu gründen. Insofern kann man nicht sagen, was ist besser oder was ist schlechter. Das ist ein bisschen eine Typfrage, es hängt von der Idee ab. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einer Parkanlage oder einem Acker. Wenn Sie Neugründen, dann ist das wie so ein Acker, der erstmal bestellt werden muss. Ich kann das aber in meinem Tempo machen und ich kann damit anfangen, was ich am liebsten pflanzen möchte. Und wenn ich ein Unternehmen übernehme, dann ist das wie eine bestehende Parkanlage. Da blüht schon alles zu seiner Zeit. Ich muss aber auch Unkraut zupfen und ich habe vielleicht nicht die Gartenanlage so angelegt, wie ich sie haben möchte, und kann das nur peu à peu ändern. Und ich glaube, dass dieses Bild, das zeigt es vielleicht auch ganz schön. Ja, hinsichtlich der Frage der Nachhaltigkeit eine Übernahme. Es gibt permanent über 100.000 Betriebe, die einen Nachfolger, eine Nachfolgerin suchen und die müssten ja sonst schließen, mit der Konsequenz für im Durchschnitt 10 Arbeitsplätze, an denen oftmals auch die wirtschaftliche Existenz von Familien hängt. Also wenn das nicht nachhaltig ist, dann verstehe ich es nicht. Leider haben zu wenig Gründende meiner Meinung nach diese Form der Gründung erkannt, weil dieses Thema Unternehmensnachfolge eigentlich ziemlich schlecht vermarktet wird. Wird immer von Problemen gesprochen. Besten Fall ist das eine Herausforderung. Aber so sexy und bunt wie Gründungsformate ist eigentlich leider nichts an dem Thema. So eine traditionelle Übergabe bleibt ja vielleicht in der Familie. Da wären das eher so Familienunternehmen. Würden Sie denn sagen, dass Familienunternehmen, die oft auch mit der Tradition werben oder sich in so einer Tradition sehen, dass die automatisch schon nachhaltiger sind? Ja, ich glaube, Sie bringen es tatsächlich auf den Punkt. Ja, meiner Meinung nach sind sie automatisch nachhaltig, denn die haben nicht so diese Kurzfristdenke und denken nicht in Quartalsabständen wie beispielsweise börsennotierte Unternehmen, sondern generationenübergreifend und darüber hinaus in allen drei weiteren Bereichen, die man so mit Nachhaltigkeit typischerweise verbindet, denken Familienunternehmen meiner Meinung nach ein Stück weit systemimmanent nachhaltig. Nehmen Sie die ökologische Seite. Sie sind ökologisch verantwortungsvoll, weil sie wertebasiert arbeiten und auch da halt eben schauen, dass sie ihr Umfeld auch stabil halten wollen. Sie sind sozial, weil sie regional verwurzelt sind in der Regel und oftmals, ob es der Fußballverein ist oder was auch immer, auch regional fördern und unterstützen oder den Kindergarten oder Ähnliches. Und sie sind auch ökonomisch nachhaltig, weil sie in der Regel sparsam wirtschaften mit einer engen Verwaltung. Da gibt es wenig Wasserköpfe. Leider ist zumindest meine Erfahrung, agieren sie im Rahmen ihrer Nachhaltigkeit nicht strategisch. Also das kommt so aus sich heraus, aber es fehlt aus meiner Sicht die strategische Komponente, mit der man, glaube ich, noch viel mehr erreichen könnte in diesem Bereich Nachhaltigkeit. Ist das dann die Komponente, die Nachwuchskräfte mitbringen? Beispiel? Ja, das ist sicherlich ein Aspekt, dass diese jungen Leute, wie ich es eingangs gesagt habe, die halt eben nicht rein monetär denken, sondern eine Sinnhaftigkeit hinter ihrem Tun, dass sie so etwas in Familienunternehmen auch reinbringen können, wenn sie die entsprechende Ausbildung haben, die sie bei uns an der HWR bekommen.
Ist dann aber so ein Familienunternehmen nicht auch so ein bisschen, gibt es da nicht die Gefahr, dass man eher so verhaftet bleibt? Also viele nachhaltige, umweltschonende Produktionsweisen zum Beispiel dürfen ja eine Innovation und vielleicht auch eine Veränderung. Und würden Sie sagen, Familienunternehmen neigen da eher zur Blockade oder ist es auch möglich, da innovative Wege zu gehen? Und kennen Sie vielleicht auch Beispiele? Ja, also gerade was die technologischen Innovationen anbelangt, sind Familienunternehmen eigentlich sehr stark dabei. Es gibt ja durchaus das Bild des deutschen Weltmarktführers, gerade diese mittleren, hochinnovativen Unternehmen, die sich im Moment mit KI, mit Digitalisierung, mit all diesen neuen Themen beschäftigen, insbesondere auf der prozessualen Seite. Es sind meist nicht die technologisch großen Würfe, sondern es sind die Prozessinnovationen und die gehen genau gerade in Richtung, häufig in Richtung Nachhaltigkeit. Aber natürlich gibt es immer noch sehr traditionelle Familienunternehmen. Es gibt noch die traditionellen Patriarchen, die mit 85 noch das Zepter nicht loslassen, aber sie werden weniger. Es gibt immer mehr Frauen, die Betriebe übernehmen. Es gibt Teams, entweder aus Geschwistern oder auch mit Externen. Und das sind heutige gängige Modelle. Es ist nicht immer nur der älteste Sohn, der es macht, wie das vielleicht früher mal der Fall war. Und diese Diversität, die bringt auch neue Themen rein. Nicht zuletzt Nachhaltigkeit als strategisches Thema. Das geht so Richtung die erste Frage, Richtung erste Frage, die wir eben schon hatten. Haben Sie vielleicht noch ein konkretes Beispiel, ein Unternehmen oder eine Gründungsidee aus Ihrem Kontext jetzt? Ja, da fällt mir ganz spontan direkt die Firma Keil ein. Ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern aus dem Bergischen Land. Das liegt in meinem Heimatland Nordrhein-Westfalen. Traditionelle Branche, die entwickeln sogenannte Hinterschnittanker. Das ist also für die Nichtfachleute eine Fassadenbefestigung also Bauunternehmen, also wirklich ganz traditioneller Bereich. Und ich durfte das Unternehmen vor Jahren mal bei der Unternehmensnachfolge begleiten, als die Tochter zusammen mit einem externen Manager von den Eltern das Unternehmen übernommen hat. Und die beiden, die haben den Laden komplett umgekrempelt hinsichtlich Führung, hinsichtlich strategischer Aufstellung, hinsichtlich Marketing. Deswegen darf ich auch drüber reden, weil die auf Social Media rauf und runter darüber reden. Das Unternehmen agiert heute eigentlich wie ein Startup und extremst erfolgreich. Und dabei sind die Eltern heute noch Mitgesellschafter dieses Unternehmens und sind diese Neuerung mitgegangen. Und das finde ich ein tolles Beispiel für genau diese Entwicklung. Das macht auf jeden Fall Mut. Ich habe noch mal eine Frage, so ganz praktisch eigentlich. Man hat ja so die Vorstellungen, früher haben die Leute, wenn sie das Familienunternehmen übernommen haben, vielleicht in der Regel dann erstmal den Beruf gelernt. Also eine Tischlerei, da muss man eine Tischlerausbildung machen. Ist hilfreich. Wenn die jetzt aber zu Ihnen kommen oder wenn man sie über diese Unternehmensnachfolge oder Unternehmensgründung, wenn man das sozusagen hier studiert oder wenn man sich da anders nähert, wie ist denn da der Weg? Also was empfehlen Sie den Leuten? Naja, unser Studium ist ja ein betriebswirtschaftliches Studium und wenn Sie ganz normal BWL studieren und in einen Konzern gehen, der technologisch ausgerichtet ist, dann haben Sie natürlich auch in Anführungszeichen nur eine Managementaufgabe und werden nicht als Ingenieur arbeiten. In kleineren Betrieben, in Familienunternehmen ist die Kompetenznotwendigkeit oder die Kompetenzdichte, die ist größer und insofern muss man schon, glaube ich, ein gehöriges Fund auch an Praxis mitbringen. Ob man dann unbedingt eine Lehre in dem Bereich machen muss oder eine Ausbildung, das glaube ich nicht, denn es handelt sich hier ja letztendlich um Führungsaufgaben. Aber man sollte schon was vom Geschäft verstehen, das heißt das ein oder andere Praktikum, die ein oder andere Tätigkeit, möglicherweise auch in einem Unternehmen aus der Branche, aber nicht dem Familienunternehmen, um auch neue Impulse mit reinbringen zu können, ist da in jedem Fall hilfreich. Im Juli schrieb der Tagesspiegel, tausende Unternehmen in Berlin suchen jüngere Inhaber. Dem Mittelstand geht der unternehmerische Nachwuchs aus. Die Industrie- und Handelskammer sorgt sich um den Fortbestand vieler Betriebe. Das ist im Prinzip das, was Sie ja eingangs auch sagten. Der Bedarf an Nachwuchs ist also riesig. Gleichzeitig schrumpft ja die Wirtschaftsleistung in Deutschland. Inflation und hohe Energiekosten tragen ihren Teil gerade dazu bei. Was bedeutet das für junge UnternehmerInnen, die gründen oder einen Betrieb übernehmen möchten? Können die sich nachhaltig auf dem Markt behaupten? Ich glaube schon, mit Kreativität, mit auch einer gehörigen Portion Biss und dem Willen, was zu bewegen, kann man auch in Deutschland, auch wenn sich das im Moment alles so negativ anhört, glaube ich, noch sich gut positionieren. Gerade Krisenzeiten sind meiner Meinung nach Zeiten für
engagierte und innovative Gründer und Gründerinnen. Insofern denke ich, ist da noch genug Luft nach oben. Was ich, glaube ich, ändern muss, ist ja weniger diese Trennung zu haben in Gründung und Nachfolge. Es wird immer noch heute als zwei verschiedene Bereiche angesehen. Ich habe ja eingangs auch gesagt, das eine Thema wird hip und sexy vom Markt und das andere als Problem dargestellt. Ich glaube, zukünftig müssen wir dieses Thema eher prozessorientiert aufstellen. Das heißt also, es muss erstmal die Frage beantwortet werden, bin ich denn eigentlich ein Unternehmer, eine Unternehmerin? Habe ich Entrepreneurial Spirit? Habe ich Unternehmertum bei mir im Blut? Das kann man auch nicht lernen, auch nicht durch so einen Studiengang. Da kann man das Rüstzeug vermitteln, aber dieses unternehmerische Engagement, das muss meiner Meinung nach auch da sein. Und die nächste Frage ist dann, was ist mein Geschäftsmodell und ist das tragfähig oder bin ich zu blauäugig? Und erst wenn das geklärt ist, dann ist die dritte Frage, wie mache ich es denn jetzt eigentlich? Mache ich es alleine? Mache ich es im Team? Bietet sich möglicherweise Franchise an? Gründe ich neu oder übernehme ich einen Betrieb? Und das ist aus meiner Sicht erst der dritte Schritt. Und so bekommen wir, glaube ich, diese beiden Themen auch zusammen. Und so haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, Gründer und Gründerinnen, die im Moment nur an eine Neugründung nachdenken, auch für eine Übernahmegründung zu begeistern. Denn es sind letztlich zwei verschiedene Formen der Existenzgründung. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Bei uns geht es gleich weiter mit dem Thema grüne Ökonomie. Wir betrachten das Thema Nachhaltigkeit nochmal global und fragen Professor Wissen, was er eigentlich meint, wenn er sagt, wir müssten unsere imperiale Lebensweise ändern. Wir weiten den Blick von kleinen bis mittelständischen Unternehmen in Deutschland auf das große Ganze und wollen über globale Krisen sprechen. Das Klima verändert sich weltweit. Wir wissen schon lange, so kann es nicht mehr weitergehen. Die Klimakrise provoziert nicht nur Umweltkatastrophen, Stürme, Überschwemmungen und Dürren, sie hat auch massive wirtschaftliche und soziale Folgen. Darüber sprechen wir mit Markus Wissen. Er ist Professor für Gesellschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt sozial-ökologische Transformationsprozesse. Herzlich willkommen. Hallo. Ein Ansatz, den globalen Krisen zu begegnen, ist die sogenannte grüne Ökonomie. Stichworte sind nachhaltiges Wirtschaften oder nachhaltige Entwicklung. Wann ist das Konzept der grünen Ökonomie entstanden und was genau ist damit eigentlich gemeint? Der Begriff der grünen Ökonomie ist populär geworden in der Wirtschaftskrise in den Jahren nach 2008. Er wurde popularisiert von Organisationen wie dem UN-Umweltprogramm, UNEP, aber auch zum Beispiel der OECD, die von grünem Wachstum spricht. Er war ein sehr wichtiger Punkt auf der Umweltkonferenz, die 2012 in Rio stattfand, die Rio Plus 20 Konferenz, UN-Konferenz über nachhaltige Entwicklung. Die Wurzeln reichen allerdings schon länger zurück, also weiter zurück. Die Wurzeln sind in den 80er Jahren zu suchen, in der Debatte über nachhaltige Entwicklung oder auch ökologische Modernisierung. Zwei Konzepte, politische Konzepte, wissenschaftliche Konzepte, die damals versucht haben, Ökologie, Ökonomie und Soziales miteinander zu versöhnen. Also die Idee war, oder die Frage war, wie kriegen wir denn die ökologische Wende hin, ohne dabei grundlegend an Wirtschaftssystem etwas zu verändern und gleichzeitig beschäftigte Menschen mitzunehmen und soziale Folgen zu verhindern oder negative soziale Folgen zu verhindern. Die Kernidee der grünen Ökonomie ist sehr eng verbunden mit dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung, ist sehr stark inspiriert von dem wissenschaftlichen Konzept der ökologischen Modernisierung. Im Prinzip geht es um die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie, Ökologie, Ökonomie und Sozialem. Es geht darum, die ökologische Wende durch effizientere, ökologisch effizientere Produkte herzustellen, hinzubekommen oder auch durch konsistentere Produkte, das heißt durch Produkte, die etwa aufgrund ihres Produktdesigns ökologisch effektiver sind, die sich recyceln lassen, die sich in ihre individuellen Komponenten zerlegen lassen, um dann wieder anderweitig im Technokreislauf Verwendung zu finden. Technische Innovationen, Markt,
förmige Anreize oder auch Governance, entsprechende politische Regulierungen, die diese technischen Innovationen auf den Weg bringen und den Markt so gestalten, dass er eben die Innovationen ökologischer Art hervorbringt, waren zentrale Elemente des Konzepts der ökologischen Modernisierung und manifestieren sich dann auch in dem der grünen Ökonomie. Also das heißt, eigentlich bleibt es das große ganze Konstrukt oder System, wie es ist. Man versucht innerhalb der bestehenden Strukturen Verbesserungen zu schaffen. Genau. Sie sprechen in Ihrem Konzept von der imperialen Lebensweise, die sich ändern müsse. Was meinen Sie damit? Was ist Ihr Ansatz, das global zu betrachten? Als der Begriff der imperialen Lebensweise ist ein Begriff oder ein Konzept, das ich zusammen mit meinem Kollegen Uli Brandt von der Uni Wien erarbeitet habe. Und wir sprechen von imperialer Lebensweise, wenn wir bestimmte Produktions- und Konsummuster bezeichnen, die einen überproportionalen Zugriff auf Natur und Arbeitskraft in einem globalen Maßstab vorsehen. Also etwa die Automobilität, das wäre ein Beispiel dafür. Ja. Wenn hier Autos produziert und genutzt werden, dann hat das bestimmte Voraussetzungen. Voraussetzungen ressourcenpolitischer Art, aber auch Voraussetzungen im Hinblick auf die Senken, also die Ökosysteme, die dann eben das CO2 aufnehmen, das beim Nutzen eines Autos emittiert wird. Die Automobilität ist, wenn man so will, eine imperiale Art und Weise der Fortbewegung. Sie ist nicht verallgemeinerbar. Wenn alle Menschen Auto fahren würden, vor allen Dingen, wenn alle Menschen ein Auto mit Verbrennungsmotor fahren würden, dann wäre die Klimakrise längst außer Kontrolle. Auch andere ökologischen Krisenphänomene hätten sich massiv verschärft. Das heißt also, es ist eine nicht verallgemeinerbare Form der Fortbewegung. Es ist eine Form der Fortbewegung, die ökologische und soziale Kosten verursacht, die auf andere im Raum und in der Zeit verlagert werden. In der Zeit auf künftige Generationen, die den Klimawandel viel stärker zu spüren bekommen werden als wir. Und in der Zeit auf Menschen etwa im globalen Süden, die dort leben und arbeiten, wo die Ressourcen für die Automobilität herkommen. Oder auch, wo die großen Senken, also etwa die Regenwälder, die das CO2 aufnehmen, das beim Autofahren emittiert wird, vorhanden sind. Das wäre ein Beispiel für die imperiale Lebensweise, also für bestimmte Muster des Produzierens und Konsumierens, die soziale und ökologische Kosten verursachen, die nicht verallgemeinerbar sind, die dennoch sehr tief in den Alltagspraktiken und Wahrnehmungen der Menschen, vor allen Dingen im globalen Norden, zunehmend aber auch in Ländern wie etwa China oder Indien, verankert sind. Wenn wir zum Beispiel beim Thema Automobilität bleiben, wie genau wäre denn das Konzept der grünen Ökonomie auf die Automobilität angewendet? Das ist das, was wir gerade erleben. Das ist der Übergang zur Elektroautomobilität. Mhm. Ja. Klar, grüne Ökonomie würde sicherlich auch Elemente wie die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs, des öffentlichen Personentransports beinhalten oder vielleicht auch die Verlagerung des Gütertransports von der Straße auf die Schiene. Aber der Kernbereich wäre auch die Überwindung der fossilen Automobilität durch eine Elektroautomobilität. Das wäre ein Kernbereich. Wenn man so will, ist das ein Kernbereich der ökologischen Modernisierung. Das steht im Zentrum dessen, was zurzeit an verkehrspolitischen Maßnahmen verfolgt wird. Wir wissen, dass der Verkehrsbereich im Hinblick auf die Klimakrise, aber auch im Hinblick auf andere ökologische Krisenphänomene ein ganz zentraler Bereich ist. In vielen anderen Bereichen, etwa der Elektrizitätsversorgung, hat sich in den letzten Jahren viel getan. Die CO2-Emissionen konnten reduziert werden. Im Mobilitätsbereich ist das nicht der Fall. Die CO2-Emissionen haben stagniert oder sind sogar angestiegen. Das heißt, die Art und Weise, wie die Klimakrise oder ob die Klimakrise überhaupt noch bewältigbar ist und noch in einem bearbeitbaren Rahmen gehalten werden kann, das wird sich ganz stark an der Mobilität entscheiden, vor allen Dingen an der Automobilität und an der Art und Weise, wie wir von diesem System wegkommen. Aber dass der Kern sozusagen einer ökologischen Modernisierung oder einer Veränderung der Automobilität unter grünen ökonomischen Vorzeichen ist eben der Übergang vom Verbrennungsmotor zum Elektroauto. Aber was wäre denn dann Ihre Antwort darauf? Also wenn man sozusagen, oder was ist Ihre Kritik daran, wenn Sie sagen, das ist so nicht reformierbar, die Leute wollen aber Auto fahren? Also wo genau? Ja, meine Antwort oder meine Kritik daran wäre, dass wir mit der E-Automobilität die ökologischen Probleme nicht in den Griff bekommen werden. Kein Zweifel, ein E-Auto stößt bei der Nutzung, zumindest dann, wenn es jetzt mit grünem Strom betrieben wird,
kein CO2 aus. Ja. Aber der Strommix ist momentan eben noch nicht so, dass er komplett grün oder ökologisch wäre, komplett auf erneuerbaren Energien beruhen würde. Und wir müssen natürlich eben das E-Auto über den gesamten Lebenszyklus betrachten. Das heißt, wir müssen sehen, welche Ressourcen in diesem Auto verbaut sind, welche Rohstoffe benötigt werden, um etwa die Batterien für Elektroautos zu brauchen. Dann kommen wir schnell auf Rohstoffe wie etwa Lithium, das zu einem großen Teil jetzt aus Chile etwa nach Europa importiert wird. Und das natürlich auch in seiner Extraktion große sozial-ökologische Schäden anrichten kann. Also Lithium wird etwa im Norden Chiles extrahiert. Diese Region ist reich an diesem Metall, aber die Extraktion verursacht enorme sozial-ökologische Kosten, weil sie ganz enorm wasserintensiv ist. Das heißt, es wird sehr viel Wasser gebraucht, um Lithium zu extrahieren, und das Wasser fehlt an anderer Stelle. Der Wasserbedarf ist so groß, dass etwa kleinbäuerlichen und indigenen Gemeinschaften im Norden Chiles die Lebensgrundlage entzogen wird, weil sie nicht mehr über das nötige Wasser verfügen, um ihre Praktiken weiterzuverfolgen. Dazu kommen andere Probleme. Die Automobilität ist ja nicht nur ein Problem im Hinblick auf die Ressourcen und die Emissionen, sondern auch im Hinblick auf den Platz, den sie einnimmt. Unsere Straßen sind voll von Autos. Wir leben in einer Selbstverständlichkeit mit diesen Autos, dass wir gar nicht mehr wissen, wie Städte vor der Automobilität aussahen. Für uns ist es normal, dass Kinder nicht auf der Straße spielen können, dass Fußgänger auf den Bürgersteig zu gehen haben, dass Fußgänger an jeder Ecke zu warten haben, bis Autos vorbeigefahren sind, weil es einfach viel zu gefährlich wäre, die Straße zu überqueren. Aber das war vor 100 Jahren noch keineswegs normal. Es gibt sehr schöne Filme über die Frühzeit der Automobilität, die enorm leidvoll war, weil die Menschen nicht gewohnt waren, dass plötzlich so rasende Fahrzeuge auf den Straßen, die dominant werden und ihnen den Platz dort wegnehmen. Kinder konnten nicht mehr auf der Straße spielen. Das wurde erkauft mit ganz vielen Todesopfern, mit ganz vielen verletzten Menschen, die einfach diese Form der Fortbewegung nicht gewohnt waren. Heute müssen wir das in Rechnung stellen, müssen sagen, das ist eine sehr destruktive Form der Normalität. Wir müssen über diese Normalität hinausdenken. Ein kleines Gedankenexperiment ist einfach mal durch die Straßen zu gehen und sich vorzustellen, was könnte man denn mit dem Platz anfangen, wenn hier nicht überall an den Seiten Autos geparkt wären oder wenn die Mitte der Straße nicht von den Autos dominiert würden. Da wäre sehr viel möglich. Die Städte könnten sehr viel lebenswerter gestaltet werden. Das wäre ein weiterer Punkt, der eben dafür sprechen würde, die Automobilität einzuschränken. Ich will gar nicht auf die volkswirtschaftlichen Kosten zu sprechen kommen, auf die ökologischen Kosten der Automobilität, auf die Gesundheitskosten, die vielen Todesopfer, das menschliche Leid, das durch diese dominante Form der Fortbewegung verursacht wird. Wenn wir das noch in Rechnung stellen, dann gibt es eigentlich wenig Gründe, an diesem Verkehrssystem, und sei es nun elektrisch modernisiert, festzuhalten. Trotzdem ist es ja so, dass das Auto sehr stark als ein individuelles Recht angesehen wird oder das Nutzen eines Autos, dass auch der Umsatz der großen Autos, der SUVs steigt, dass die Leute offensichtlich nicht bereit sind, darauf zu verzichten. Was heißt das? Also wie kann man das umsetzen? Wie kann man jetzt diese Ideen, die ja durchaus nachvollziehbar sind, wie kann man die politisch um- oder auch durchsetzen? Zunächst einmal, dieses Recht ist ein sehr fragwürdiges Recht. Ja, also es wird natürlich von der Politik als solches verkauft, aber das ist ein Recht, ein sogenanntes Freiheitsrecht, das auf Kosten der Freiheit anderer geht, auf Kosten der Freiheit künftiger Generationen und auf Kosten der Freiheit der Menschen, deren Lebensbedingungen durch diese Form der Fortbewegung untergraben werden. Also insofern ist es kein verallgemeinerbares Recht, sondern es ist eigentlich ein Privileg, das in Frage zu stellen wäre im Sinne eines guten Lebens aller. Ich sehe das Problem, dass die Automobilität quasi ein Normalzustand ist, eine Normalität in unserer Gesellschaft. Leute fahren Autos, Leute kaufen Autos. Die großen Autokonzerne sagen, naja, wenn die Leute die Autos nicht nachfragen würden, dann würden wir keine bauen, dann würden wir keine SUVs bauen, ja. Aber das ist natürlich Quatsch, ja. Also, wenn es keine SUVs gäbe, dann würde niemand das kaufen. Bevor jemand das nachgefragt hat, mussten sie erstmal produziert werden. Ich denke, wir leben in einer Gesellschaft, die eine kapitalistische ist. Und der Kapitalismus ist eine
wenn man so will, Bedürfniserzeugungsmaschine. Ja, also Bedürfnisse sind da, sobald die Produkte und die Technologien zu ihrer Befriedigung geschaffen worden sind. Ja. Und das ist auch der Fall im Hinblick auf die SUVs. Ja, wenn sie produziert werden, wenn sie beworben werden, dann wird ein Bedürfnis nach denen entwickelt. Bevor es die Dinger gab, hatte niemand ein Bedürfnis nach ihnen, weil niemand wusste, was das ist. Und dass man sich in so einem Panzer durch die Städte bewegen kann, dass es überhaupt Sinn macht, das zu tun. Ja. Also insofern würde ich die Verantwortung sehr stark einmal auch bei den Automobilproduzenten sehen, natürlich auch bei den Konsumenten und Konsumentinnen, die eine gewisse Wahlfreiheit haben. Aber ich würde diese Wahlfreiheit gleichzeitig auch relativieren. Nicht jede Entscheidung für ein Auto ist einfach das Resultat einer individuellen freien Wahl, sondern es ist was ganz stark Gesellschaftliches. Ja. Es hat was mit Statussymbolen zu tun. Statussymbole sind per se gesellschaftliche, weil sie darauf zielen, andere zu beeindrucken, Zugehörigkeit zu signalisieren, weil sie darauf zielen, auch Abstand, Distinktion gegenüber anderen, gegenüber Angehörigen anderer Gesellschaftsklassen zu zeigen. Ja. Zudem ist die Mobilität etwas Gesellschaftliches, weil viele Menschen, vor allem in ländlichen Räumen, ja kaum eine Alternative dazu haben, als sich mit dem Auto fortzubewegen. Es gibt kein ausreichendes Alternativangebot in Gestalt eines öffentlichen Personentransports in vielen ländlichen Räumen. Zudem gibt es nicht die Infrastrukturen, die ich für mein Leben brauche, also die Kinderbetreuung, die Schule, das Krankenhaus, die Ärzte, die Supermärkte, die Kultureinrichtungen, die Schwimmbäder sind ja längst nicht mehr in dem Ausmaß vorhanden, wie das mal der Fall war, so dass Menschen im Prinzip darauf angewiesen sind, das Auto zu nutzen, um sich reproduzieren zu können. Das ist was Gesellschaftliches. Das ist eine gesellschaftliche Entscheidung, diese Infrastrukturen abgebaut zu haben und die Menschen gewissermaßen in eine nicht ökologisch und sozial verträgliche Form der Mobilität hineingezwungen zu haben. Insofern würde ich diese freie Wahl relativieren und würde die Automobilität von ihrer gesellschaftlichen Seite her verstehen und eben auch entsprechend politisch angehen. Das würde bedeuten, dass man etwa die Infrastrukturausstattung auch in ländlichen Regionen verbessert, dass man eben das öffentliche Personentransportsystem verbessert, dass man Wirtschaftskreisläufe, Ernährungskreisläufe regionalisiert, um damit den Güterverkehr einzuschränken. Das wären alles Maßnahmen in Richtung einer Reduktion des Autoverkehrs, die sehr effizient wären. In der Diskussion um nachhaltiges Wirtschaften spielen drei Begriffe eine wichtige Rolle: Effizienz, Konsistenz und Suffizienz. Was bedeuten die eigentlich? Effizienz würde bedeuten, dass man versucht, aus weniger mehr zu machen. Das heißt, dass man Produkte so gestaltet, dass in sie weniger Ressourcen eingebaut werden oder dass weniger Emissionen bei ihrer Nutzung entstehen, sie aber trotzdem dieselbe Leistung erbringen. Man kann das deutlich machen an einem Verbrennungsmotor, der weniger CO2 emittiert, weniger Benzin braucht als etwa der Motor der Vorläufergeneration, des Vorläuferautos. Ja, das wäre eine ökologische Effizienzsteigerung. Konsistenz würde bedeuten, die Ressourcenbasis verändert sich. Ja, also Produkte werden so hergestellt, dass sie weniger nicht erneuerbare Ressourcen verbrauchen und dass sie eben auch so konstruiert werden, dass sie am Ende ihrer Lebenszeit nicht einfach entsorgt werden, sondern wieder in ihre einzelnen Komponenten zerlegt werden können, die dann entweder biologisch abbaubar sind oder in anderen Produkten Verwendung finden. Das ist heute häufig nicht der Fall. Also man muss sich nur mal Smartphones anschauen. Oft ist es so, dass wenn eine Komponente nicht mehr funktioniert, es billiger ist, das ganze Ding zu entsorgen und wegzuschmeißen, sich ein neues zu kaufen, als einfach die Komponente austauschen zu lassen. Oft ist es gar nicht möglich, sie auszutauschen, weil die Dinger so verklebt sind, dass man sie nur auseinanderbrechen kann, um an diese Komponente, die kaputt ist, heranzukommen. Das ist natürlich ökologisch gesehen völliger Blödsinn und Konsistenz würde eben sowas verhindern. Und die Suffizienz geht noch darüber hinaus und würde sagen, gut, Effizienz und Konsistenz sind gut, aber sie sind eben nicht gut genug. Wenn wir wollen, dass sie ihre ökologische Wirkung entfalten und dass ihre ökologischen Wirkungen nicht durch das schiere Wachstum des Verbrauchs von diesen Produkten überkompensiert wird, dann müssen wir die Frage nach dem, wie viel ist genug, stellen. Was brauchen wir für ein gutes Leben? Also wie definieren wir gesellschaftliche Bedürfnisse? Wir dürfen diese Frage der Bedürfnisse nicht einfach länger dem Markt überlassen. Bisher ist das so, ja, dass die Frage, was sind legitime Bedürfnisse, dem Markt überlassen wird. Legitime Bedürfnisse sind solche Bedürfnisse, für die es dann eine entsprechende Kaufkraft gibt.
gibt. Aber das können wir uns nicht mehr leisten. Die ökologische Krise ist so dramatisch. Wir haben nur noch wenige Jahre Zeit, diese Klimakrise noch halbwegs unter Kontrolle zu bekommen, sofern sie überhaupt noch unter Kontrolle zu bringen ist, dass wir uns diese Form des Wirtschaftens nicht mehr leisten können. Wir müssen demokratisch darüber entscheiden, aushandeln, was sind legitime Bedürfnisse, und die Legitimität, die bemisst sich ganz stark auch daran, was ökologisch tragfähig ist und was allen ein gutes Leben ermöglicht. Können Sie noch mal ganz kurz sagen, was Sie mit demokratisch aushandeln genau meinen? Mit demokratisch aushandeln meine ich die Möglichkeit der Demokratie oder die Reichweite der Demokratie zu erweitern. Wir leben in einer liberalen Demokratie, und die liberale Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass sie die politische Sphäre demokratisiert hat. Also wir haben alle, also nicht alle, also diejenigen, die Staatsbürger und Staatsbürgerinnen sind, und da fängt das Problem schon an. Viele, die hier leben, sind eben keine StaatsbürgerInnen und haben keine demokratischen Rechte, obwohl sie von politischen Entscheidungen betroffen sind. Das ist nicht demokratisch. Aber generell ist in liberalen Demokratien die politische Sphäre demokratisiert. Das bedeutet, dass eben der Vorstandsvorsitzende, die Stimme des Vorstandsvorsitzenden bei Wahlen dasselbe Gewicht hat wie eben die Stimme der Hilfsarbeiterin. Aber natürlich wissen wir, dass Vorstandsvorsitzende oder wirtschaftlich mächtige Personen auch noch andere Möglichkeiten haben, politisch Einfluss zu nehmen. Eine Demokratisierung der Demokratie oder eine Radikalisierung der Demokratie würde dann bedeuten, dass man demokratische Verfahren über den politischen Bereich hinaus auf die gesellschaftlichen Machtzentren ausdehnt. Das würde bedeuten, dass wir etwa über Wirtschaftsdemokratie sprechen. In den Unternehmen, den großen Unternehmen, werden Entscheidungen getroffen, deren Konsequenzen sehr viele zu tragen haben. Also sehr viel mehr Menschen, als am Zustandekommen dieser Entscheidung beteiligt sind. Das ist nicht demokratisch. In Autokonzernen werden Entscheidungen getroffen, die Menschen in vielen kommenden Generationen betreffen werden, negativ betreffen werden, die heute viele Menschen im globalen Süden negativ betreffen, ohne dass diese Menschen die Möglichkeit haben, am Zustandekommen dieser Entscheidung mitzuwirken. Ja. Künftige Generationen können natürlich nicht in persona an den Entscheidungen beteiligt werden, aber sie müssen gewissermaßen, ihre Interessen müssen in den Entscheidungen Berücksichtigung finden, und zwar derart, dass Entscheidungen reversibel sind, ja, dass sie rückgängig gemacht werden können, dass die Folgen nicht die Lebensbedingungen für künftige Generationen determinieren. Ja. Generell muss die Reichweite von Entscheidungen rückgängig gemacht werden. Wenn Entscheidungen so weitreichend sind, dass sie andere in ganz entfernten Teilen der Welt betreffen, und zwar negativ betreffen, dann dürfen sie einfach nicht mehr in dieser Form getroffen werden. Das wäre, und wir müssen über Wirtschaftsdemokratie sprechen, wir müssen uns an dem Prinzip orientieren, dass im Prinzip alle, die von den Auswirkungen bestimmter Entscheidungen betroffen sind, gleichberechtigt an dem Prozess der Entscheidungswirkung beteiligt, der Entscheidungsfindung beteiligt werden müssten. Ja. Das wäre eine radikale Demokratie, das wäre eine demokratisierte Demokratie. Und das würde ökologische Entscheidungen meines Erachtens viel wahrscheinlicher machen, als sie jetzt sind. Ein bisschen knüpft es an eine Diskussion, die wir mit Hanna Völkle auch schon hatten hier im Podcast, wo es natürlich auch um weltweite Entscheidungen geht und die Frage, wer daran beteiligt ist. Da hatten wir den Schwerpunkt Gender. Nochmal aus Ihrer Sicht, was denken Sie, was brauchen wir zu einem guten Leben? Also ich glaube, die Beteiligung an Entscheidungen ist sehr, sehr wichtig, ja, und ich glaube, sie ist entlang sehr vieler Grenzen sehr ungleich strukturiert. Also gesellschaftliche Klassen spielen eine Rolle, Geschlechterverhältnisse, aber eben auch Migration, Ethnizität. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man Demokratie und Demokratisierung eben so begreift, dass eben diese Grenzen nicht mehr entscheidend sind für die Frage, wer ist nun an Entscheidungen beteiligt. Ja. Und ich glaube, wenn wir jetzt die Geschlechterverhältnisse in Rechnung stellen, dann kann man noch ein Stück weitergehen und sagen, dass gerade aus der feministischen Debatte eine ganze Reihe von Anregungen für die Frage, was brauchen wir für ein gutes Leben oder wie sollten wir die Ökonomie organisieren, kommen. Ich glaube, wir müssen die Ökonomie komplett anders denken. Wir müssen die Ökonomie
aus einer ganz anderen Perspektive begreifen. In der kapitalistischen Wirtschaft ist es so, dass die Ökonomie profitorientiert ist. Das heißt also, es wird produziert, was sich gewinnbringend verkaufen lässt. In einer, ich nenne es jetzt mal solidarischen Ökonomie, würde das produziert, was wir für ein gutes Leben brauchen, was dafür nötig ist, um gesellschaftliche Bedürfnisse zu befriedigen. Gesellschaftliche Bedürfnisse ist kein einfacher Begriff. Ich hatte eben darauf hingewiesen, das ist natürlich auch eine Aushandlungsfrage. Bedürfnisse stehen nicht fest, ein für alle Mal. Es gibt bestimmte Bedürfnisse, klar, hinter die können wir nicht zurück, aber auch die deren konkrete Ausgestaltung, also etwa bei Kleidung, Wohnen, Ernährung, ist natürlich etwas, was dann im Einzelnen nochmal diskutiert werden müsste. Aber ich denke mir, dass wir die Wirtschaft eben bedürfnisorientiert, bedarfsorientiert denken müssen. Wir müssen uns darüber verständigen, welche Bedürfnisse legitim sind. Wir müssen uns darüber verständigen, was wir brauchen, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Und hier können wir sehr viel aus der feministischen Debatte lernen, die für die Gestaltung der Wirtschaft vorschlägt, wir stellen die Reproduktionsarbeit, die Sorgearbeit in den Vordergrund. Wir stellen die Infrastruktursysteme, auf die wir alle angewiesen sind, in den Vordergrund. Es geht nicht mehr darum, diese Infrastruktursysteme sozusagen als die unsichtbaren oder häufig unsichtbaren Voraussetzungen für die eigentliche Ökonomie, wo denn der große Profit gemacht wird, zu betrachten, sondern das Ganze rumzudrehen und zu sagen, okay, diese Infrastruktursysteme, die Sorgearbeit, das, worauf wir alle als Menschen angewiesen sind, mal mehr, mal weniger, als Babys mehr, als Alte mehr, aber wenn wir krank sind, eben auch mehr, oder wenn wir arbeitslos sind, eben auch mehr. Diese Systeme müssen in den Vordergrund gestellt werden und von denen ausgehend muss die Ökonomie gedacht werden. Das heißt, wir müssen einfach sehen, dass wir diese Systeme ausbauen und ins Zentrum des Wirtschaftens stellen. Dazu würde gehören der Mobilitätsbereich, der Ernährungsbereich, der Pflegebereich, der Gesundheitsbereich, der Kulturbereich, der Bildungsbereich, Hochschulbereich und so. Das sind die Bereiche, die das Leben lebenswert machen, die ein gutes Leben ausmachen. Das wäre eine Ökonomie der Sorge in einem weiten Sinne. Wenn wir die Ökonomie auf diese Weise denken, dann glaube ich, hätten wir schon ein gutes Stück in Richtung Bearbeitung der ökologischen Krise zurückgelegt, weil das nämlich auch die Bereiche sind, die relativ wenig Ressourcen und relativ wenig CO2 intensiv sind, die also sich ökologisch betreiben ließen, die also sich ohne sozial-ökologische Folgekosten im Wesentlichen, man müsste schauen, wie man sie genau gestaltet, betreiben ließen und insofern auch ein Schlüsselbereich sind, um die Gesellschaft sozial-ökologisch zu transformieren. Ja, das war jetzt nochmal eine sehr schöne Zusammenfassung. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war die erste Staffel unseres Podcasts Gemeinsam Weiterdenken. Die nächste Staffel widmen wir dem Thema Vielfalt. Mehr Infos und Links zu den Themen, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr wie immer in den Shownotes. Den Podcast findet ihr dort, wo es gute Podcasts gibt. Sagt es gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Und viel Spaß beim Weiterdenken. Thank you.